Mitten im Oktober scheint sich das Jahr mit einer milden Herbstepisode so ein bisschen für den wenig glorreichen Sommer entschuldigen zu wollen. Sei es drum, Natur- und Gartenfreunde werden die schönen Tage, das milde Licht und die noch opulentere Farbenpracht zu schätzen wissen. Ja, Frau Hellwig, der Herbst hat natürlich noch Blüten, aber derzeit gibt es ja auch noch andere Farbe. Auf alle Fälle. Also diese Herbstfärbung ist dies Jahr einfach auch wieder schön, obwohl wir sehr, sehr viel Feuchtigkeit im Sommer hatten. Und da ist immer das Gebot, dass die Herbstfärbung nicht so schön ist. Aber trotz allem, es ist wunderbar. Es färben sich so tolle Gehölze einfach in eine Pracht. Unbeschreiblich. Deswegen, es ist ein toller Herbst wieder. Tja, Frau Hellwig, wir sind hier auch wegen den Gehölzen, und zwar wegen den Obstgehölzen. Das passt ja auch mal in den Herbst. Und wir haben ja schon in den verschiedenen Sendungen zuvor über die Vielfalt hier berichtet, die Sortenvielfalt. Aber Vielfalt heißt, steht bei Ihnen nicht nur für die Sorten. Nein, das stimmt. Also wir sind recht gut aufgestellt bei den Sorten und das nach wie vor, denn der Herbst ist die Hauptpflanzzeit. Ich würde jedem empfehlen, im Herbst zu pflanzen, denn im Frühjahr gepflanzt hat wirklich was mit Wässern zu tun. Das kann man sich im Herbst alles sparen, denn das Wasser kommt von oben ganz alleine. Ja, und was die Vielfalt betrifft, ist tatsächlich auch das ein Gebot. Wir haben Obstbäume in Kübeln, die sind für die Terrasse gedacht. Oder auch für den kleinen Reihenhausgarten, die gehen so auf 1,50 hoch, höher gar nicht. Dann haben wir den normalen Viertelstamm, der ist für jeden normalen Garten gedacht, der geht auf 2-3 Meter, egal ob Apfel, Pflaume oder Birne oder Kirsche. So, dann haben wir den Halbstamm, da haben wir auch ein sehr schönes breites Sortiment und der ist natürlich für Leute gedacht, die in ihren Rasen pflanzen und darunter mit dem Rasentrecker lang wollen oder auch normalerweise mit einem ganz normalen Rasenmäher. Wenn die Äste zu tief runterhängen, ist es auch nicht schön. Hochstamm haben wir auch und der Hochstamm ist als Familienbaum ideal. Egal, wer Platz hat, der mag natürlich den Hochstamm, der sicherlich erst ein bisschen später trägt, aber dann auch jedes Jahr und üppig. Also egal, ob Apfel oder Pflaume, Sie finden hier auch für Ihre Gartengröße den richtigen Obstbaum. Ja, Frau Hellwig, ein anderes Thema im Garten sind die Hecken. Vielleicht zur Auflockerung im Garten, aber auch zur Einfriedung. Wie ist denn da das Sortiment? Zurzeit auch sehr gut. Wir fangen jetzt an mit wurzelnackten Heckenpflanzen, also sprich Liguster. Ab Anfang November mit Hainbuchen, mit Buchen, mit Blutbuchen, Berberishecken. Alles, was wurzelnackt ist, spart Geld und wächst genauso gut an, als wenn man es im Topf pflanzt. Das ist die eine Möglichkeit. Wir haben ganz Teil immer grüne Gehölze da. Natürlich auch den Lebensbaum. Und da haben wir eigentlich von klein, von 40 bis 60 Zentimeter hoch, bis auf die Höhe von 1,25, 1,50 ein tolles, breites Sortiment. In echter Baumschulqualität mit ordentlichen Ballen. Und daher, da wächst jedes Stück. Bei den wurzelnackten Sträuchern, sagten Sie gerade, da spare ich mir praktisch den Topf und die Erde mitzukaufen und kaufe nur die eigentliche Pflanze mit Wurzel, die dann aber problemlos wächst. Ohne Probleme und das geht jetzt wirklich nur um diese Zeit. Ab jetzt geht es, wie gesagt, los und das kann man nur im Herbst machen, beziehungsweise noch im zeitigen Frühjahr. Im Sommer geht es nicht, da muss man wieder im Topf kaufen, sonst wächst es nicht an. Und daher, also jetzt wächst jedes Stück an, auch bei Liguster, Berberis oder egal was auch immer. Man spart Geld und ja, und hat einen guten Effekt. Wie lange kann man noch jetzt noch pflanzen? Auf alle Fälle noch bis Ende November, wenn man will sogar noch bis Mitte Dezember, egal. Also solange wie offen ist, ist jede Pflanzaktion besser als im Frühjahr. Tja, liebe Zuschauer, dann haben wir jetzt nochmal die richtigen Tipps mit auf den Weg gegeben. Vielleicht für einen bunten Garten, aber auch für einen arbeitsreicheren Garten, um ihn dann einfach in den nächsten Jahren noch mehr genießen zu können. Ja, Frau Hellwig, damit verabschieden wir uns aus dieser Gartensaison und sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Und liebe Zuschauer, Sie wissen ja, das Frühjahr ist schneller da, als man denkt. In diesem Sinne, tschüss.